Aber immer noch kein Hinweis auf den Verräter. Keine Ahnung, wie die das jetzt hier auf den letzten drei Episoden klären wollen. Kann aber auch gut sein, dass wir das nicht erfahren werden in Gray City, sondern dass wir vielleicht in der letzten Mission, also Episode hier von Sektor 9, einen kleinen Hinweis bekommen, der dann sagt, der Verräter ist geflohen. Setze dich an seine Fersen und finde heraus, wer es ist. Kann auch sein, dass sie das so klären werden. Ein bisschen unbefriedigend natürlich, weil das kein so schöner Abschluss eigentlich wäre für Gray City. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Oh, warte mal, da. Der wollte einfach nicht kämpfen. Ist auch okay. NED Uriel. Henrik ist also hier. Für einen ganz kurzen Moment habe ich mir gedacht, oh shit, ist Lex etwa der Verräter? Momentan ist, glaube ich, alles möglich irgendwie. Also ich reagiere gerade auf jeden Hinweis, den man mir gibt. Ich einfach so ahnungslos bin, weil ich keine Ahnung habe, wer es sein könnte. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Erfolg gemacht. 110 NED-Mitarbeiter kaputt gemacht. So, was müssen wir jetzt hier machen? Zerstöre fünfmal Lehrer Drono bis zum Abschluss des Kampfareals. Das dürften wahrscheinlich hier die Dinger sein. Kann das sein? Jawohl. Dann müssen wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen zurücklaufen, denn ich glaube nicht, dass wir jetzt hier alle fünf bekommen, oder? Ja, wobei, ja, doch, doch, doch. Alle hier. Perfekt. Ist also doch möglich. Ihr dürft übrigens ruhig hinterherlaufen. Ich möchte nicht zweimal auf euch zukommen müssen. Der steht irgendwie auch nur rum. Also da habe ich jetzt kein Problem damit, wenn einer nur rumsteht. Vor allem der ging jetzt auch wieder sehr, sehr schnell kaputt. Super, verborgene Quest schon mal geschafft. Und die neue Rüstung auch hier mit den Leben und so weiter, das macht sich richtig bezahlt. Ich merke da oben fast gar nichts davon, wenn wir hier angegriffen werden. Das war ja noch in den letzten Missionen ein bisschen anders. Habe ich dann schon wieder ein bisschen drauf achten müssen. Und es sind nur noch 14 Level, bevor wir den ersten Raid betreten können. Oh, wer bist du denn? Megiddo MK2. Ich glaube, von dir habe ich sogar einen Akasha. Kann das sein? Ich glaube schon. Aber hier. Kurzen Prozess machen wir hier. Das kriegen wir hier schon hin. Ja, manchmal haben wir so einen hohen Crit-Schaden, dass da echt 1-2 Lebensbalken mit einem Schlag weggehen. Das ist natürlich schon geil. Zack. Erledigt. Weg mit dir. Und dann stürzen wir uns hier natürlich sofort in die nächste Mission. Die Musik macht es ja schon richtig spannend langsam.
시설 내부의 재밍을 무력화시키기 위한 EMP 폭탄 설치 공작에 들어갑니다. 작전에 앞서 네드 컴퍼니의 병력을 우선적으로 제압해 주십시오. 시급한 EMP 폭탄은 소형이지만 꽤 고성능이야. 성능은 보상된 거나 마찬가지지. 왜냐하면 네드 컴퍼니에서 만든 거거든. 그죠? 지들이 만든 병기에 지들이 괴멸당하면 어떤 기분일까? 나중에 흥미를 만나면 꼭 물어봐줘. 알았지? 저런 어른은 되지 말아야겠어요. 아, 미안. 꼬맹이까지 있는 줄은 미처 생각하지 못했어. 야, 근데 좋겠네. 나도 이 음파 소리 한번 들어보고 싶은데 10대가 아니라서 들을 수가 없네. 부럽네. 10대는 좋네. 아, das ist die Eva, wie wir sie kennen und lieben gelernt haben. Wie ist das bei euch? Habt ihr das auch gehört, das Piepen? Oder seid ihr auch schon zu alt dafür? Oh je, da ist ja auch ganz schön was los hier, Leute. Achso, das sind diese Drohnenroboter, wenn sie nicht leer sind, also wenn sie noch funktionieren quasi. Ach, schau mal, da hinten ist wieder so ein MK2. Wobei, der sah ein bisschen anders aus, oder? Der MK2, ich hab schon wieder vergessen, wie der aussah, weil der war so schnell kaputt. Manchmal würde es mich schon interessieren, wie das früher war. Ich meine, bei den meisten MMO-RPGs oder sowas wird das Spiel ja irgendwann mit der Zeit ja einfacher gemacht, um es auch Einsteigern natürlich zu ermöglichen, da noch reinzukommen in das Spiel. So war es ja auch hier bei Soulworker zum Beispiel, diese Belohnungskisten, die gab es anfangs nicht. Das sind ja erst nachträglich irgendwann mal dazugekommen. Und es gibt ja auch genügend andere Beispiele wie WoW zum Beispiel, wo man das Ganze auch sehr, sehr vereinfacht hat. So, darum würde es mich jetzt einfach mal interessieren, wie das früher war bei Soulworker. Da muss das Ganze viel, viel anstrengender gewesen sein. Vor allen Dingen eben halt auch, um an bessere Waffen oder Rüstungen zu kommen. Ich warte einfach nur, ich mache alle 5 Level, bekomme ich eine schöne Box und könnte theoretisch dann da auch wieder die Rüstungen und so weiter wechseln. Aber früher gab es das halt nicht, ne? Da hast du dir das wirklich hart erarbeiten müssen. Okay, nutze 5 Verbrauchs-Item bis zum Abschluss. Das sollten wir auch noch hinkriegen. Ja, wobei, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe fast nichts, was ich so groß verbrauchen kann. Oh, was passiert jetzt? Ah, schon wieder diese kleinen Roboter. Dann kommt der... Ah, da drüben haben wir auch nochmal was übersehen. Warte mal, das machen wir doch gleich. Da kommen ja noch mal mehr. Leute, ich hab das schon alles installiert. Ihr könnt ruhig heimgehen. Aber das ist natürlich echt der Todesschlag für so einen Konzern, wenn der voll auf Roboter setzt und wir dann eine EMP platzieren. Dann komme ich schon wieder den nächsten.
Okay, das hat vielleicht tatsächlich jetzt mal ein bisschen weh getan. Aber jetzt geht's nach oben. Wow, wie viele EMP-Bomben hat denn die Ava hier? Wahnsinn. Vielleicht finden wir jetzt auch endlich heraus, wer Flamara ist. Es gibt so viele Fragen. Massakerops. Okay, der schaut tatsächlich wieder sehr, sehr interessant aus. Aber auch der wird nicht sehr lange stehen. Sorry, Chloe, dass ich dich jetzt so abgewürgt hatte. Aber interessant, dass die hier noch funktionieren. Wow. Ich hatte mich ja schon gewundert, was mit dem los ist. Dieser eine Lebensbalken jetzt hier gerade. Das hat jetzt ewig gedauert, bis wir den hier runter geprügelt hatten. Ich hatte mich ja schon gewundert wegen der Farbe. Das sah ja schon ein bisschen interessant aus, der Lebensbalken farblich. Jetzt weiß ich aber warum. Das war wahrscheinlich so eine Special-Rüstung. Warum hat das jetzt auch so ewig gedauert, den ersten Lebensbalken hier runter zu kriegen? Weil ab jetzt ist es super einfach. Jetzt haben wir die Armor noch zerstört und ja, die Lebensbalken, die gehen jetzt hier weg. Jawoll! Puh, dann dürften wir jetzt gleich erfahren, wer der Verräter ist. Jetzt geht's erstmal wieder zu Toru. Wow, also irgendwie habe ich das Feeling, dass das hier super schnell funktioniert gerade alles. Dann gehen wir vorher noch gerade mal bei Hifu noch die Nebenquest ab. Haben wir das auch abgeschlossen? Ah, können da gleich noch die neue besorgen von Sora. Schon wieder mit Hifu reden, sorry, aber das müssen wir jetzt hier rasch mal machen. Ich glaube, das werde ich jetzt hier auch in der nächsten Stadt, also im nächsten, in der nächsten Tummelzone, ich habe jetzt gerade überlegt, wie das heißt, werden wir das auch machen, dass wir uns da auch mal ein bisschen mehr noch mit den Nebenquests beschäftigen. Also ich persönlich zumindest, dass ich das nicht immer so ewig schleifen lasse. Das sind auch wichtige Erfahrungspunkte, die man da einfach liegen lässt. Die Mission wurde erfolgreich zu Ende geführt. Woher ich das weiß? Weil wir in der Lage waren, das Innere der Geheimbasis zu scannen. Jetzt ist es keine Geheimbasis mehr. Was ist eine Geheimbasis insgeheim? Genau. Ein Geheim für gemeine Bassisten. Hahaha. Das. Oh Mann. Echt, Toro. Der war so schlecht irgendwie. Aber okay. Das Heim für gemeine Bassisten kann nur der Dirigierstock entmisten. Jetzt geht aber ab hier, oder? Boah, nicht einmal Spaß gibt es hier. Wenn du das weißt, hättest du es schon vorher richtig stellen sollen, damit so etwas nicht passiert. Wir haben das Innere der Geheimbasis durchsucht und haben nur eine geringe Menge an menschlichen Signaturen gefunden. Darunter war eine, die in jeder Ecke zu finden war, als ob die Person auf Besichtigungstour gewesen wäre. Wahrscheinlich war das Henrik. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er war auf der Suche nach irgendwas. Dort drin muss etwas sein, etwas, das er uns verheimlicht hat. Außerdem wurde eine weitere besondere Signatur eines Lebewesens erfasst, aber wir wissen nicht, worum es sich handelt. Und weil wir nicht wissen, um was für ein Wesen es sich handelt, sollten wir bei der Untersuchung umso vorsichtiger sein. Es wird bestimmt irgendein geldgieriger Söldner des NED-Konzerns sein, den muss man gar nicht beachten. Ich werde sie alle beseitigen. Du brauchst sie nicht zu verschonen, zeig keine Gnade. Ich gehe jetzt. Mist, damit hätte ich nicht gerechnet. Weder Sternheimkorps noch NED-Konzern taugen etwas.
Es war nicht leicht zu finden, aber damit sollten wir etwas Zeit gewinnen. Erhebe dich, Ravan. Okay, Ravan? Es ist Zeit für den Kampf. Okay, wer ist jetzt zur Hölle Ravan? Was hat Henrik da angestellt? Ach ja, genau, wir holen uns vorher noch eben eine Nebenquest. Da vorne war noch eine hier irgendwie. Wenn ich jetzt gerade mal da oben hinschaue. Ah, die nette Heimleiterin ist es hier. Genau, die hat was. Also gut, Henrik ist tatsächlich der Übeltäter, wie es aussieht. So zumindest ist gerade der Monolog. Finden wir es heraus. Weiße 100.